Heute haben wir den 10. November 2017. Ich bin unterwegs, jetzt nachher gleich am grünen Band, Grenzwanderweg. Und jedenfalls freue ich mich jetzt auf 4/5 Tage. Schauen wir mal, wo wir rauskommen. Am Grenzweg, ja, neue Erfahrungen, eigene Erfahrungen, Birne freikriegen, bestimmte Dinge überdenken. Und ja, ich freue mich. Es geht los. Hier ist die Betonstraße, da hinten war der Grenzstein, ja. Natürlich gibt es idyllischeres Wetter, wo man so einen Weg laufen kann, aber es ist schon interessant hier. Hier die ehemalige Kolonnenstraße und hier auf der linken Seite die Panzersperren, die man noch sieht. Heute Morgen waren es 3 Grad. Ja, es nieselt, Wind geht. Aber schön Wetter kann das jeder. Und die Bäume, die hier wachsen, ja, das sind die ältesten. Logischerweise. Wir haben jetzt 2017, also 28 Jahre, ne? Länger noch nicht. Andererseits sieht man hier gut, wie sich die Natur das alles wieder zurückholt. Ich sag ja, überall Naturschutzgebiet. Im Sommer. Das ist hier mit Sicherheit alles wunderschön. Aber ich will nicht im Sommer, ich will jetzt. Das ist schon interessant. Hier gab es meinen Ort und der ist verschwunden. Hier sind wir jetzt. Hier geht es eine Böschung hoch. Ja. Umgesiedelt. Es ist schon manches nicht besonders gut ausgeschildert, aber mit Karte und Navi hier zusammen in Kombination funktioniert es eigentlich wunderbar. Zumindest gibt es ab und zu mal ein Schild. Hier. Das hört man ab und zu. Und dann funktioniert das auch. Ja, es bleibt spannend. Es ist sehr zugig hier oben auf dem Kamm. Also dringend was mitnehmen, um die Ohren zu schützen. Das sieht schon schön aus, wenn so eine Lärche sich gelb färbt und die Nadeln abwirft. Hat man auch nicht immer. Hier geht sogar ein Jakobsweg lang. Viel Natur mit richtig spektakulären Aussichten, wenn es denn schön ist. Also definitiv was, wo man auch im Sommer noch mal herkommen kann. Ja. Radl wäre das was. Radl geht auch. Aber Fakt ist, wir sind jetzt seit knapp 4 Stunden unterwegs, wirklich gelaufen, keine einzige Schutzhütte. Der Kolonnenweg, den man hier sieht, der endet hier vorne direkt an der Autobahn. Ende im Gelände.
nutzt nichts. Also wir gehen jetzt circa einen Kilometer wieder zurück ins nächste Dorf und dort geht dann eine Straße unter der Autobahn durch. Ja. Ist nicht weit. So, Autobahn ist geschafft. Wir haben einen Durchgang gefunden. So was, immer noch im Regenponcho. Der hält gut. Ja. Wind ab. So, jetzt suchen wir uns hier mal ein Plätzchen. Noch mal was essen. Ja, noch 4 Stunden. Wird langsam Zeit. Es ist schön lustig. Wir sitzen am Grenzwanderweg mitten im Wald. Unweit von der Autobahn. Und was essen wir? Russisch Brot. Ja, in der ehemaligen innerdeutschen Grenze. So, wir sind in Krebes. Jetzt geht es nach guten Fürst. 2 Kilometer. Oh, und es windet. Wahnsinn. Natürlich, wenn man sowas zu Hause anzieht, wenn man im warmen Wohnzimmer sitzt, auf der Couch. Stimmt. Apfel gefunden. Gut. So, noch hier überall Schilder. Dass durch die innerdeutsche Grenze die Leute immer ihre Siedlungen aufgeben mussten. Ansonsten ist der Kammweg hier super ausgeschildert. Wir sind also in Gutenfürst. Hier ist die Ausschilderung, seht ihr. Überall sehr gut ausgeschildert. Da sind wir auf dem Kammweg drauf. Ist der Thomas und hinter dem Thomas ist das Schild. Jo, da ist der Kammweg. Und wir gehen wieder den Kolonnenweg lang. Ja. Und noch bis zum Dreiländerstein. Das sind noch 4 Kilometer. In etwa. Wir haben es jetzt. Wie haben wir es denn? Kurz vor 3:30. Sonnenuntergang ist heute 16.30 Uhr. Also bis zum Sonnenuntergang schaffen wir es. Und dann denke ich mal, werden wir uns dort irgendwo in der Ecke ein schönes Nachtlager suchen. Hinten ist eine Schafherde. Gucken, ob ich das schaffe. Das sieht man auch sehr selten. Müde Hund saust rum. Ja. Ansonsten pfeift hier der Wind richtig. Schön ist anders. Der Holz ist ja nicht schön. Ordentlich windige Ecke hier. Aha. Deswegen stehen auch die ganzen Teile hier. Aber schön ist es. Hier sind 3 Freistraßen. Stein. Hier ist er. KS, Königreich Sachsen. Und FA Freistadt Reuß oder so. Für Thüringen, ne? Ja, Fürstentum Reuß. Die Dinger machen Krach. Aber ich habe die bewusst vorgenommen. Das ist wie so ein Schwerholz, wie so ein Brummholz klingt das. Na gut. Jetzt geht's an die Nachtlagersuche. Na, schauen wir mal. Wir sind auf der Lagerplatzsuche. Ich habe kein Stativ mit, ich konnte auch nicht viel filmen. Logisch, weil entweder wandern oder filmen. Weil das geht nicht. Wir haben jetzt eine Strecke. Wir haben es noch nicht nachgemessen. Das GPS ist ausgefallen, weil Batterien alle waren. Wir haben jetzt eine Strecke. Ich schätze mal irgendwas zwischen 27 und 30 Kilometern gemacht. Ja, knapp 7 Stunden gelaufen sind. Ohne große Pause. Sonnenuntergang war schon. Ja, und jetzt
suchen wir uns was zum Schlafen. Hier Tagebuch. Wir haben jetzt unser Lager bezogen und uns gekocht. Lecker.